Hightech in der Küche. Egal ob in dampfgegartes Filet, Weincreme mit 13.000 Umdrehungen bei exakt programmierter Induktionswärme oder trockenes Geschirr dank natürlicher Minerale. Die Technik von morgen hat in modernen Küchen Einzug gehalten. Schon heute. Dann erstmal herzlich willkommen zu unserem Kochkurs heute Abend. In der Berliner Miele Gallery ist heute Abend jede Menge los. Profikoch Markus Herbicht hat zum Kochkurs geladen. Klar, dass dabei viel Feines auf dem Speiseplan steht. Wir kochen heute Abend ein uckermärkisches Rinderfilet mit einem Cassoulet vom herbstlichen Gemüse. Und dazu werden wir noch ein Rucola Estragon-Schaum machen. Nicht nur die Zutaten haben hier einiges zu bieten, sondern auch die Kochgeräte. Im Zentrum der Aufmerksamkeit steht so nicht nur das Rinderfilet, sondern auch der vollautomatische Kombi-Dampfgarer, in dem es zubereitet werden soll. Die Besonderheit ist hier eben, dass ich in Kombination Heißluft oder auch Ober-Unterhitze immer mit Zugabe von Feuchtigkeit habe. Das hat den Vorteil, dass zum Beispiel ein Rinderfilet ganz besonders saftig wird, weil die Temperatur eben nicht nur als Strahlungshitze auf das Gargut kommt, sondern dass wir immer mit Feuchtigkeit arbeiten. Über zwei Öffnungen gelangt nach einer Hitzephase zum Anbraten heißer Dampf in den Garraum und verteilt sich hier schnell und gleichmäßig. Er verdrängt dabei die Luft und so auch den Aromen, Farben und Vitamine angreifenden Sauerstoff. Die Speisen werden umhüllt und schonend erwärmt. Ein Temperaturfühler überwacht dabei das Garklima und schickt regelmäßig neuen Dampf in den Garraum. Bei gut 60 Grad Niedrigtemperatur braucht das Filet nun gut 2 Stunden zum Garen. Wir Profis müssen dann immer wieder den Herd aufmachen, müssen es übergießen, müssen es mit Feuchtigkeit übergießen. Alles dies macht der Ofen komplett von sich alleine und ich kann mich gezielt in der Zeit auf die Beilagen konzentrieren. Kann meine Arbeit nebenbei machen, brauche keine Sorgen zu haben. Nach 2 Stunden 30 gehen eigentlich in den Ofen und das Rinderfilet ist fertig gegart. Jede Menge Hightech gibt's auch für diejenigen, die statt braten einfach nur kochen möchten. Beispiel: Unter dem Vollflächeninduktionsfeld des Edelküchenherstellers Gaggenau befinden sich 48 Mikroinduktoren, welche die exakte Größe und Form des verwendeten Kochutensils erkennen. Stellen Sie sich vor, Sie haben ein großes Teppanyaki quadratisch oder einen richtig großen Bräter, dann können Sie sicher sein, dass Sie hier genau die richtige Hitzezufuhr haben für die Form und die Größe des Kochgeschirrs. Sie wollen vielleicht noch 2, 3 verschiedene große oder kleine Töpfe dazustellen und Sie werden immer ganz automatisch, ohne dass Sie irgendwas machen müssen, die richtige Hitzezufuhr bekommen. Das wählt das Gerät dann für Sie aus. Der Clou: Wenn die Töpfe über das Kochfeld bewegt werden, erkennen die Mikroinduktoren, welcher Topf wohin wandert und der Hightech-Herd übernimmt automatisch die jeweiligen Einstellungen. Auch mit Induktion, aber deutlich kleiner, die Küchenmaschine Cooking Chef von Kenwood. Das Besondere: Unter dem Rührkissen befindet sich ein Induktionskochfeld, das über ein digitales Bedienungspanel punktgenau gesteuert werden kann. Praktisch, nicht nur für Risotto. Es gibt hier unten bei diesem Induktionskochfeld 2 Temperaturfühler und daraus misst der Sensor die jeweilige Temperatur, die ich hier eingestellt habe. Das ist besonders interessant eigentlich bei Anwendungen wie aufgeschlagene Soßen, die Sabayone, Sauce Hollandaise, Sauce Bernays, die man sonst über dem Wasserbad machen müsste. Und beim Zubereiten einer solchen Sabayone wartet die Induktionsmaschine direkt mit ihrem nächsten Hightech-Feature auf, dem Rührwerk. Wir haben hier ein sogenanntes planetarisches Rührwerk. Das heißt, es dreht sich und mit jeder Drehung dreht sich immer noch mal um sich selbst. Halt eben. Dadurch bekommen wir Tage und Schreibe 13.000 Umdrehungen in der Minute. Und das heißt, rühren ist nicht gleich rühren. Wenn ich jetzt zu Hause mit einem Schneebesen versuche, das zu rühren, so eine Sabayone, werde ich niemals so eine Luftigkeit hinbekommen wie mit so einer Maschine. Der Praxistest gibt Stefan Dadarski recht. In Sachen Luftigkeit hat diese Weincreme einiges zu bieten. Und auch der Geschmack passt. Im Kochkurs von Markus Herbicht sind die teilnehmenden Hobbyköche mit den Beilagen beschäftigt. Und die sehen schon jetzt ziemlich lecker aus. Schaut mal, was ein schönes Gemüse wird. Wer es nicht nur schmackhaft, sondern auch energieeffizient und gut gespült mag, für den könnte eine neuartige Technik aus dem Hause Bosch Siemens das Richtige sein. Grund sind kleine Mineralkügelchen, die Zeolite heißen und seit neuestem in Spülmaschinen zum Einsatz kommen.
Wir unterstützen mit den Zeoliten den Trocknungsprozess im Geschirrspüler und nutzen dabei diese interessante Funktion des Zeolitens aus. Die speichern nämlich Feuchtigkeit und geben trockene, warme Luft ab. Und das können wir ideal im Geschirrspüler ausnutzen, denn wir haben ja im Geschirrspüler am Ende des Spülprozesses feuchtes Geschirr und das wollen wir trocknen. Das machen wir mit dem Zeoliten. Erstaunlich, die Zeolite können beliebig oft wiederverwendet werden und helfen dabei, den Energieverbrauch des Geschirrspülers um bis zu 30% zu senken. Im Kochkurs ist es soweit, die Beilagen werden angerichtet, das Rinderfilet kommt aus dem Kombi-Dampfgarer und der Chefkoch ist hoch zufrieden. Jetzt schauen wir mal hier. Ja, exzellent. Schauen wir mal hier, wie schön. Was sagt man jetzt? Perfekt, von oben bis unten durchgegart, kein grauer Rand, einheitlich. Wenn man das jetzt noch ein bisschen mehr durchhaben will oder ein bisschen mehr Medium, das muss jeder für sich entscheiden. Noch ein bisschen nachdenken. Aber ist das nicht ein wunderbarer, perfekt durchgegart von oben bis unten? Hightech, egal ob in Form von Mikroinduktoren, digital gesteuertem Dampf, wärmeabgebenden Mineralen oder planetarischen Rührsystemen, sie ist angekommen in unseren Küchen. Und wenn auch noch die richtigen Köche in den Hightech-Küchen arbeiten, dann kann eigentlich nicht mehr viel schiefgehen. Guten Appetit und viel Spaß weiterhin. Ja? Zum Wohl.